Jagen im umfriedeten Bezirk ist auch verboten. Aber es gilt halt die Devise, Tierschutz schlägt alles. Und die Polizei hat mich dann halt um Amtshilfe gebeten. Hier hat es mal den Fall gegeben, dass sie den Kanzelboden angesicht hatten. Das war tatsächlich gemeingefährlich. Willkommen zu einer neuen Folge. Hallo Sebastian. Hallo Daniel. Und wieder treffen sich zwei Jäger. Ja. Etwas verspätet wegen Osterfeiertagen. Ich hoffe, du hast gut geostert. Ja, Hasen gezählt, ne? Tatsächlich. Wir auch, ja. Wie sich das gehört. Ich hoffe, wir haben auch Hasen gezählt und wir sind auf 25 Hasen pro 100 Hektar gekommen. Ganz oh, das ordentlich. Ist nicht schlecht. Das ist schlecht, nicht schlecht. Ich habe ein paar mehr. 27 bin ich. Vielleicht sollte ich nochmal genau nachrechnen. Ich habe so ungefähr 25 bei mir. Vielleicht sind es auch 27,1. Ich bin mir nicht so genau sicher. Ja, bestimmt. Ja, sehr gut. Hasenrennen. Ja, aber mal gucken, wie sich die Zahlen entwickeln. Ne? Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, wichtig ist ja dann auch die Herbstzählung und der Zuwachs, den man dann da hat. Und dann. Ja, sehr gut. Und hast du, was war denn noch 1. April war? Hast du ordentlich jemanden in April geschickt oder jagdlich? Nein. Das machen meine Kinder für mich. Danke. Na, sehr schön. Ja, ich habe einen April-Scherz mitbekommen. Ich habe niemanden in April geschickt, aber Teppe hat ja in letzter Zeit auch viel Rebhuhnzählung thematisiert. Und er hat dann bei Instagram ein Video gepostet von so unsere Brathähnchen, die fröhlich um einen Spieß rotieren, und hat dazu irgendwie gepostet, dass jetzt, wo man so viele Rebhühner hat, könnte man zu Ostern ja mal ein paar grillen. Und ja, das war sehr witzig, weil... Ja, ich habe ich nicht mitbekommen. Also, gab es einen Shitstorm? Ja, gab schon ein paar lustige Reaktionen, ein paar haben es natürlich kapiert, aber es ist halt eben, er ist ja auch aus Niedersachsen wie ich, und bei uns in Niedersachsen ist es ja so, wir dürfen ja Rebhühner jagen, aber wir haben ja... Die sind bei uns frei, aber wir bejagen die freiwillig nicht. Also die Rebhuhnstrecke in Niedersachsen ist halt gerne mal 0 oder 3. Weil halt einfach wir sagen, wir Jäger, eigentlich fast alle oder alle sagen, wir dürften die zwei bejagen, aber wir haben noch nicht genug und wir bejagen. Und bei unseren Treibjagden ist es immer so, Rebhühner sind immer nicht frei. Und dementsprechend, wenn du dann in Niedersachsen als niedersächsischer Jäger postest, du hast hier gerade mal schön ein paar Rebhühner über den Grill geworfen, dann triggert das natürlich. Ich fand das sehr gelungen, ja. Großartig. Ja, gut. Ja, aber cool, Hasenzählung. Sehr gut. Wie ist das bei euch mit dem Revier? Könnt ihr die, ist das da einfach, die Hasen zu zählen? Oder wie machst du ja, das? Ja, tatsächlich genau? Ist das wie vom Auto aus, ne? Wärmebildkamera. Wir haben eine Kreisstraße, die geht mitten durchs Revier und da kann man wunderbar einmal runterfahren, einmal rauffahren. Dann hat man ratzfatz gezählt. Ja, dass du auf der Straße bleibst. Ich habe es alleine gemacht. Und ist alles einsehbar dann auch? Genau, soweit. Ja. Also dann eben runtergerechnet oder hochgerechnet die einsehbare Fläche auf die Gesamtfreiflächen, die wir zur Verfügung haben, die dazugehören. Ja. Ja. Ja, wichtig ist ja nur, dass man jedes Jahr die gleiche Methode anwendet. Also wir haben, bei uns ist es ein bisschen komplizierter, dass wir haben ja ein größeres Revier und daran angrenzend noch eine kleine Eigenjagd, wo ich in beiden jagen darf. Und das größere Revier, das hat so ungefähr 480 bejagbare Fläche ohne Ort, weil da zählt ein Dorf und ein Teil von einem etwas größeren Ort dazu. Und da ist schon richtig viel Fahrerei und Gekurve über Feldwege und Straßen, um, sag ich mal, fast alles repräsentativ anzugucken. Aber wir wissen natürlich auch, dass Hasen auch teilweise mal in den Wäldchen sitzen und dass es auch Lichtungen gibt oder halt auch Ecken gibt, wo ich jetzt nach Sonnenuntergang nicht unbedingt reintrampeln will, auch nicht zur Hasenzählung. Und dementsprechend können wir da immer nur einen Teil von sehen. Und die angrenzende Eigenjagd, da muss man eigentlich in drei Feldwege reinfahren, die so stern- oder strahlenförmig reingehen. Und auch da weiß man, dass viel im Wald sitzt. Aber das heißt, wir sehen nur einen Teil der Fläche, haben jetzt aber dann trotzdem dann die Hasen auf die Gesamtfläche hochgerechnet. Aber am Ende ist es auch egal, weil man ja auch keine Rekorde brechen will, sondern... Ja, wir haben jetzt 137 Hasen auf 550 Hektar.
bejagbarer Fläche und dann guckt man halt, welche absolute Zahl im Herbst und im nächsten Frühjahr rauskommt. Bei der letzten Zählung waren es mal 120 im Frühjahr. Im Herbst haben wir leider nicht gezählt. Aber ja, aber wir sind echt 2,5 Stunden rumgekurvt und über Stock und Stein im Dunkeln. Ja, da war Ja, das. wie gesagt, unser Revier oder das Revier, wo ich jagen darf, das hat nur 100 Hektar in Anführungszeichen. Und davon sind 40, 45 Hektar Ackerland, und dementsprechend ist auch nur der Acker gezählt worden. Wir haben auch Ja. viele Hasen im Wald, das ist sogar so ein bisschen südexponiert, gerade die wärmeren Hanglagen nimmt der Hase sehr gerne an. Aber das ist relativ sinnfrei, da dann Hasen Ja. zählen zu wollen. Da wollten wir jetzt auch nicht rein oder wollte ich nicht rein, denn bei uns ist ja so, ab dem 1.4. ist das Rehwild wieder offen hier. Und ja. Ja. Ja, es geht bei so einer Zählung ja auch nicht um 10 Hasen mehr oder weniger, sondern es geht um, oder um 5 Hasen mehr oder weniger, sondern es geht halt um eine, sag ich mal, gut, bei 100 Hektar schon, aber bei uns jetzt, da geht es halt darum, dass man ungefähr einen Richtwert hat und dann merkt man schon über mehrere Jahre, geht es nach oben oder geht es nach unten. Ja. Also bei uns wird der Hase ja nicht bejagt. Ja. So, wir haben tatsächlich keinen Jäger, der da Interesse dran hat, und das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Wir werden wahrscheinlich im Herbst ein paar Jäger da haben, die mit den Greifvögeln kommen zur Beizjagd. Aber gut, die Hasen sind dann auch über, in Anführungszeichen. Na, der Hase dient euch dann einfach auch als Erfolgsindikator für die Niederwildhege, nehme ich mal an, oder? Und für die Ja. Bodenbrüter zählen ist ja ein bisschen schwierig. Also man kann Rehrücken. Bodenbrüter haben wir nicht. Wir haben keine Bodenbrüter tatsächlich. Wir haben ja auch leider Gottes keine Rebhühner. Das soll sich ja ändern. Also Ja. mein erklärtes Ziel ist es, und da bin ich halt auch froh, dass ich da einen Jagdherrn gefunden habe, der da auch völlig auf meiner Linie ist. Das macht schon richtig viel Freude. Ziel ist es, dass wir ja mal so eine Auswilderung starten wollen. Wir wollen jetzt mal 2 bis 3 Jahre, je nachdem, wie erfolgreich das ist, was dann die Fuchsstrecke sagt, also das Raubwild intensiv bejagen. Wir haben Füchse und Waschbären im Revier und davon auch nicht gerade wenig. Und wenn wir diese Zahlen runter haben, dann tatsächlich mal schauen, dass wir ein paar Rebhühner freisetzen. Ja, genau. Und da ist ja der, wie gesagt, der Hase, wollte ich sagen, ist dann der Indikator dafür praktisch, wie Genau, der Hase erfolgreich dient ihr das als Raubwild Indikator, gejagt ganz habt. genau. Ne? Ganz Ja, genau. weil wenn ihr Dann viele können Hasen wir. habt im Revier, dann weiß man, dass sich da auch der Kiebitz, die Goldammer oder sonstige Bodenbrüter wohlfühlen können, wenn sie denn den Versuch mal wagen, weil das Ja. ist ja immer zweischneidig. Also die müssen halt auch kommen. Wenn es in der Gegend gar keine Vorkommen mehr gibt, wird es schwierig, aber. Nein, Kiebitz ist bei uns erloschen, das Vorkommen, das gibt es nicht mehr. Leider Gottes. Ja. Es gibt auch keine Rebhuhn-Vorkommen in der unmittelbaren ja, Umgebung. Ich habe das ja fleißig kartiert, viele Transekte abgefahren und abgelaufen, aber leider Gottes keine Antwort erhalten. Naja, das ist einerseits schade, andererseits habt ihr ein weißes Blatt Papier, auf dem ihr anfangen könnt. Und falls ihr da ansiedelt und das wirklich funktioniert, nachhaltig, das wäre natürlich der Kracher. Ne? Da wünsche ich euch wirklich, dass das Früchte trägt. Und unter null könnt ihr nicht fallen. Ihr könnt also eigentlich nur gewinnen mit dem, was ihr macht. Ja, wobei man muss ja schon auch wirklich sagen, wenn man die Tiere dann freisetzt, dann soll das auch mit einer hohen Prognosewahrscheinlichkeit funktionieren. Das wäre schon wünschenswert. Also wir wollen ja auch nicht Rebhühner freisetzen und dann sagen, naja, wir gehen davon aus, dass die eh aufgefressen werden. Nee, auf Und jeden das ist Fall der das. Vorteil, weil es eben eine Eigenjagd ist. Das heißt, die ganze Jagd ist natürlich auch im Eigentum, dass man auch mal einen Brachestreifen anlegen kann, und ja. Also wir können dann beides machen. Wir können Lebensraum anbieten und die Raubwildfreiheit, wenn alles gut läuft. Ja, das sind ja die zwei Faktoren, ne? Also ich, wo du Ja. gerade wieder Waschbären sagst, weiß ich noch, wie wir angefangen haben, uns über Fallenjagd zu unterhalten. Ich bin ja jetzt nicht der Oberexperte Fallenjagd. Ich mache das jetzt aber auch 3 Jahre und habe ja ursprünglich mal beim Paul Rösler, der sich bei uns beiden ja wie ein roter Faden durchzieht, Ja. beim Paul Rösler vom Niederwild-Testrevier, wie er sich auf Facebook nennt, bei dem habe ich ja mal so ein bisschen gelernt und hatte dann so die eine oder andere Erfahrung mit Waschbären schon gemacht und dann hatten wir uns drüber unterhalten und ich weiß noch, wie du zu mir gesagt hast, ihr hättet keine Waschbären. Und ich habe dir dann gesagt, also ich tippe mal darauf, ich kann nicht hell sehen, aber ich tippe mal darauf, ihr habt welche, ihr habt sie nur noch nicht gesehen. Korrekt.
Oh, und dann, glaube ich, hat sich wenige Tage später der erste Waschbär bei dir gemeldet, dann, ne? Tatsächlich war das so. Ich habe ja damals mit Paul sehr viel telefoniert und WhatsApp-Nachrichten ausgetauscht wegen dem idealen Fallenstandort, weil wir erst noch mit einer Kastenfalle angefangen haben. Und es war tatsächlich so, dass 3 Wochen nachdem die Falle stand, also Paul hatte noch gesagt, ja, das kann jetzt auch Ewigkeiten dauern, dass sich da was fängt. Das waren 3 Wochen, glaube ich, oder 3,5 Wochen maximal. Und dann ging der Fallenmelder los und dann bin ich halt eben rausgefahren. Morgens früh vor der Arbeit und dann war so ein dicker, fetter Waschbär drin. Ich hätte ja gerne Unrecht gehabt. Also wer mich kennt, weiß, ich habe auch gerne Recht. Aber in dem Fall hätte ich dir gewünscht, dass mein Geunke über die unsichtbaren Waschbären, dass das eine Fehleinschätzung gewesen wäre. Aber die sind halt nun mal überall und ja, also bei uns war es auch lange so, dass alle gesagt haben, nee, wir haben keine Waschbären und niemand hat einen gesehen, auch nicht beim Nachtansitz. Und plötzlich irgendwann habe ich mal eine Kamera dahin gehängt, wo ich so theoretisch gedacht habe, das war so eine Unterbrechung von einem Graben, da habe ich gedacht, ach, da könnte man mal eine Kamera hinhängen und zack hatte ich einen Bären drauf und dann hatte ich wenig später einen in der Falle und im darauffolgenden Herbst hatte ich dann innerhalb von 4 Wochen 3 Stück in den Fallen. Ist noch nicht mega viel, aber man merkt einfach, die waren halt schon da, wir haben sie noch nicht gesehen, ja. Ja, das war bei uns auch. Und die waren, also der Rüde, den ich hatte, der war auch ziemlich feist. Das muss ich, der hatte sich im Mais gütlich getan. Der wird auch ordentlich Schaden angerichtet haben im Mais, aber ja. Waren bis dahin nicht bekannt, die vorkommen. Ne? Und jetzt wissen wir, dass sie da sind und das ist jetzt auch ja, das erklärte Ziel, dass wir den Bestand runterdrücken. Das Schöne ist, wir haben noch ein Nachbarrevier, das ist ein bisschen größer, die haben auch Interesse damit zu machen und ja. Ja, Werden wir das ist eh dieses, das das neue Beste. Jagdjahr, was jetzt angefangen hat, werden wir dann hoffentlich die Fangjagd noch ein bisschen ausbauen können. Also wir haben jetzt auf den 100 Hektar haben wir jetzt 4 Fallen. Eine Betonrohrfalle müssen wir jetzt nur aufstellen. Es ist immer so viel zu tun und so wenig Zeit. Du, ich sag's Und dir, man wir will haben ja auch auch noch gerade. jagen zwischendurch, ne? Das ist, Ja. ist also. Also geht jetzt auch wieder los. Wir haben jetzt eigentlich auch schon wieder Rehwild frei, aber jetzt warte ich eigentlich jeden Tag auf meine Schilder, die ich bestellt habe. Die will ich noch im Revier verteilen. 20 Stück wegen der Leinenpflicht. Und dann haben wir uns ja Kanzeln bauen lassen von einem Forstwirt ein paar Orte weiter. Wir hatten erst überlegt, uns da irgendwas im Internet zu bestellen. Und dann haben wir aber jemanden hier lokal gefunden, der hat uns aus heimischer Lärche, die er sich mit mobilen Sägewerk dann aufsägen lässt, Oh, nicht schlecht, ja. also direkt dann diese, der baut dann so Kanzeln, so ein bisschen rustikal, aber schon geschlossen und so. Und dann lassen wir uns von dem ein paar Kanzeln bauen. Dafür habe ich aber jetzt die, so Fenster und so baut er nicht. Da habe ich jetzt selber Plexiglasfenster dafür gebaut. Und also ist alles so Fummelkram und hier und da noch Scharniere kaufen. Und man hat so viel zu tun. Und ja, da füllt man sein bisschen Freizeit, was man hat, doch ganz schön. Aber das wird sich auch lohnen. Also so Kanzeln, die sind dann hoffentlich wieder für 10, 15 Jahre gut. Mindestens, je nachdem, ob man mit denen Glück oder Pech hat oder was das Wetter macht oder wie gut man sie wartet. Und dann ist das auch mal wieder erledigt. Aber ihr seid ja eher so doch dicht besiedelt, oder? Wie ist das bei euch? Was so relativ stadtnah? Oder wie habe ich das gerade falsch in Erinnerung? Ja, also der Ort hat irgendwie so seine, was hatten der, 5000 Einwohner und an denen grenzt praktisch das große Revier an und dann ist da noch so ein Hm. kleines Dorf bei mit vielleicht so 500 Leuten, schätze ich mal. Aber wir haben halt den Fluss, die Oste. Das ist ein Fluss hier in Niedersachsen, der eben sich da so durchschlängelt, ganz schön von der entspringt hier irgendwo südlich von Hamburg und geht dann nach Bremervörde oder durch Bremervörde und dann fließt er nochmal irgendwo in die Nordsee oder so. Boah, jetzt werde ich erschlagen, wenn ich die Geografie hier falsch sage, aber ich bin ja auch nur zugezogen in Norddeutschland. Aber auf jeden Fall ist das wunderschön an dem Fluss. Also der schlängelt sich da durch. Natürlich haben wir da auch ohne Ende Nutria. Aber trotz viel Landwirtschaft ist es halt doch eine sehr kleinteilige Landschaft mit nicht allzu großen Äckern und Feldern, mit Hecken schon noch dazwischen, mit kleinen Waldstückchen. Richtig großen Wald haben wir hier nicht. Es ist doch eher Feldrevier und ich jage fast ausschließlich im Feld.
Weil man dann die kleinen Waldstücke dann gerne auch mal als Einstand eben schont und sich lieber draußen davor setzt und wartet, bis das Rehwild rauskommt oder das Dammwild. Also ja, also da ist schon im großen Revier, was wir haben, da ist schon auch immer mal, da führt immer mal eine Straße durch, da ist immer mal eine Biogasanlage, da sind immer mal Radfahrer oder Autofahrer. Und in der kleinen Eigenjagd, die wir haben, die liegt auf der anderen Seite des Flusses und da ist gar nichts. Da gibt es eine Bahnlinie, die kaum benutzt wird, die dran vorbeiführt und ansonsten vielleicht den gelegentlichen Forstarbeiter in dem kleinen Wäldchen. Aber da ist wirklich vielleicht der Fußballplatz in Hörweite, aber es ist halt einfach nur Felder und Hecken und ein bisschen Wald und nicht besonders befahren jetzt von Fußvolk oder so. Also Habt das. ihr denn Schwierigkeiten mit Vandalismus bei euch, so was, Nee, was gar Kanzeln nicht. und Fallen angeht? Gar Ja, nicht. das ist gut, das haben Irgendwann wir auch nicht. haben mir meine Mitjäger erzählt, soll mal jemand irgendwo eine Wildkamera geklaut haben. Jetzt seitdem ich da jage, in den 3 Jahren ist jetzt keine weggekommen. Fallen ist nichts passiert. Nicht mal irgendwelche Zettel, die du aufhängst mit Leinenpflicht, werden abgerissen oder so aus Trotz. Die Leute sind eigentlich alle ganz cool. Natürlich gibt es mal, also ich habe mal ein paar Motocrosser erwischt im Wald. Die habe ich dann so ein bisschen verfolgt und beschimpft, aber natürlich nicht erwischt. Also man muss auch immer die Eigengefährdung betrachten. Ich hatte damals so einen alten Mitsubishi Pajero und bin mit dem dann über die Stoppe. Gesundheit, lieber Hund, der Hund hat genießt. Bin dann mit dem über die Stoppe und naja, die haben sich dann nach einem anderen Wald gesucht. Ansonsten latscht dir vielleicht mal jemand mit seinem Hund quer durch den Bestand. Aber sonst ist der Freizeitdruck da nicht so hoch. Bei den Motocrossern muss ich sagen, das war jetzt auch nicht so, dass sie auf dem Feldweg oder auf dem Waldweg gefahren sind. Da würde ich dann auch sagen, ja, sollen sie halt machen. Sondern die sind wirklich Trial quer durch den Bestand gefahren, sodass sie teilweise absteigen, schieben, ihre Mopeds über Totholz heben mussten. Also wirklich irgendwo, wo man nicht mal laufen sollten, meinten die dann, sich irgendwie durch den Wald zu kämpfen. Das ist so, da ist der Idiotenlevel so hoch, dass ich sie schon gerne mal im Schläfettchen gepackt hätte. Aber gut, am Ende sind sie dann abgehauen und ich denke mal, das hat dann auch gereicht, dass sie nicht mehr wiederkommen. Aber ansonsten, ach, Vandalismus, nö. Da findest du dann mal so ein Snickers-Papierchen im Hochsitz und dann weißt du, dass wahrscheinlich da irgendwie Kinder drauf rumgeklettert sind. Gut, das haben wir früher auch gemacht als Kinder, aber Ja, das gehörte bei eben. uns auch Also, zum Dorfleben dazu. es ist alles so ein Geben und Nehmen und ab und zu, ich habe schon mal die eine oder andere, wenn ich dann in der Brut- und Setzzeit dann eine ältere Dame mit ihrem Hund. Und dann läuft der Hund halt 20 Meter in der Wiese und dann spreche ich die freundlich an und dann sagt die, ja, der jagt nicht. Und dann erkläre ich der, ja, aber der kann auch aus Versehen in ein Nest latschen und dann ist das Gelege halt kaputt. Und hier ist alles voll mit Jungtieren. Es gibt nicht nur Rehe, die man dann sieht und die vielleicht aufspringen und weglaufen. Hat sie gesagt, ach, das wusste sie nicht, hat ihn angeleint und seitdem leint sie den in der Brut- und Setzzeit an und so soll es laufen. Ja, die Leute können ja auch nicht Ja, das alles ist nicht schön. wissen, aber wenn sie zugänglich sind, also ich bin da eigentlich ganz happy so. Ich kann mir das schwer vorstellen. Ich finde das, ich kenne das von anderen Jägern, dass die viel Vandalismus oder so haben oder beim Hochsitz gucken, ob der angesägt ist, wenn sie hochklettern. Und ich glaube, das wäre eine ganz schöne Belastung. Es wäre nervig. Man will irgendwie nicht das Gefühl haben, in Feindesland zu sein. Aber wir sind halt auch sehr stark landwirtschaftlich geprägt bei uns. Also bei uns im Ort, da arbeite ich ja selbst auch, ist ein Unternehmen mit 2000 Mitarbeitern, wo es halt um Landtechnik geht. Und dann gibt es die ganzen Landwirte noch bei uns und die Biogasanlage und alles. Und jeder arbeitet entweder in der Landtechnik oder Landwirtschaft oder kennt jemand, der es tut. Und dementsprechend sind die Leute auch nicht jagdfeindlich, weil sie halt einfach so ein bisschen mehr die Zusammenhänge kennen. Also das ist ganz angenehm bei uns. Wie ist das denn bei euch? So, wie weit ist denn bei euch? Ich war ja noch nie bei dir. Wie weit ist denn bei euch die nächste Stadt? Ja, ich wohne ja direkt in der Stadt hier, mitten im Sauerland. Aber ich meine Also vom jetzt Revier her vom meine ich. Revier aus, das ist so ein ganz kleiner Kotten, so eine Einzelhofanlage, die ist da dran. Und wir haben keine Besucher. Also wir haben auf den Wildkameras, hast du mal, das sind eigentlich immer die gleichen Leute mit Hund, die da drauf sind. Und die leinen ihre Hunde auch immer brav an auf dem Weg, obwohl es ja bei uns in NRW, wir hatten das letzte Mal ja schon mit der Leinenpflicht, keine Leinenpflicht gibt in diesem Sinne.
Das funktioniert aber ganz gut. Wir haben tatsächlich mit sowas auch keine Schwierigkeiten, dass der Vandalismus ist. Mein Großonkel, der ist schon jenseits der 80 auch Jäger, der hat mal erzählt, dass so vor 20, 30 Jahren bei uns in der Gegend auch mal die Hochsitze angesägt wurden. Aber das ist jetzt auch nicht mehr vorgekommen. Also wir machen uns jetzt keine Gedanken, wenn wir aufbauen, dass wir da in eine Falle reintreten könnten oder so. Hier hat es mal den Fall gegeben, dass sie den Kanzelboden angesägt hatten. Das war tatsächlich gemeingefährlich, weil der Jäger dann auch durch den Kanzelboden durchgebrochen ist. Ach du liebe Aber das Güte. ist auch schon 25, 26 Jahre her. Ja, da reicht ja auch ein Idiot mit einer Säge, ne? Das ist ja dann nicht Ja. automatisch ein gesellschaftliches Phänomen vor Ort. Und der Idiot, der zieht vielleicht irgendwann mal weg oder sucht sich ein anderes Hobby und dann hoffentlich oder er wird hoffentlich erwischt oder fällt selber irgendwo runter. Man soll ja niemandem was Schlechtes wünschen. Aber ja. Aber ansonsten ist Nein, das da ist bei Gott euch sei Dank dann nichts auch eher passiert. Nein, ländlich da. ganz, ganz, ganz ländlich geprägt hier. Hier ist tatsächlich auch sehr, sehr viel Dorf, sehr viel Nichts und da ist die Akzeptanz für die Jagd ist bei uns auch schon sehr hoch. Das würde ich schon so ja, das würde ich mittragen, doch sehr hoch. Also hier kannst du dich mit Leuten unterhalten, die auch selber Vegetarier oder sogar Veganer sind, die trotzdem sagen, naja, aber die Jagd ist ja notwendig, ne? Das ist ein Ja, bisschen das ist echt entspannter gut. hier, als das schon mal im Internet ist. Ja, das habe ich ja auch gemerkt. Ich bin ja vor über 3 Jahren eben von Hamburg hier aufs Land gezogen und in Hamburg waren jetzt auch nicht alle jagdfeindlich, aber es war dann schon mal erklärungsbedürftig. Und hier ist es einfach so, ja, also hier rennst du halt auch einfach mit dem Messer am Gürtel und den dreckigen Stiefeln in den Supermarkt rein und es stört keinen und du wirst nirgendwo schief angeguckt und ich bin ja auch manchmal mit dem Jagdauto auf der Arbeit, weil ich dann irgendwo danach irgendwo hin will oder transportieren will und mein Jagdauto ist ein deutlich sichtbares Jagdauto. Also sagen wir so, wer das sieht, denkt, ich bin entweder beim Militär oder ich bin halt Jäger. Was fährst du für ein Auto? Ich habe einen alten VW-Bus Synchro vom dänischen Oh. Militär, also schön in grün. Mit Dachgepäckträger und ständig vollgemüllt mit Jagdzeug und mit Jagdaufkleber hinten drauf und vorne dran. Und ja, also da weiß einfach jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Jäger bin und niemand hat hier jemals irgendwas Schlechtes dann darüber gesagt. Auch im Unternehmen, die Kollegen, wenn dann da irgendwo eine Taube auf dem Fensterbrett sitzt und keinen Piep mehr macht, weil sie irgendwie altersschwach ist oder wenn bei uns in der Logistik eine Katze eingesperrt ist, das war sowieso die beste Geschichte. Wir haben ein sehr, sehr großes Logistiklager, so Amazon-mäßig, auch mit so vollautomatischen Bereichen und mit Gabelstaplerverkehr. Und dann werde ich halt gerufen, wenn da was ist. Und da war einmal eine Katze, die rannte da rum, die hat dann auch gerne mal ihr Geschäft gemacht oder die Mülleimer irgendwie auf links gedreht, und weil sie halt Hunger hatte und war aber sehr scheu. Und dann haben die Kollegen irgendwann gesagt, fang doch mal die Katze ein und dann habe ich halt eine Kastenfalle auf. Und dann haben sie auch beim Tierarzt Bescheid gesagt und die vom Tierarzt kamen dann mit einer kleinen Drahtgitterfalle und irgendwelchen Leckerlis, wo sie sagten, die sind super. Das hat aber nicht funktioniert. Dann haben sie mir Bescheid gesagt, ob ich was tun könnte. Und dann habe ich eine Kastenfalle aufgestellt. Und einfach habe ich von also den besten Köder, den auch Aul gerne nimmt für Waschbären und Füchse, ist einfach eine Dose Sardinen Genau. oder Kieler Sprotten oder sowas. Ich weiß gar nicht, ich habe Sardinen genommen, glaube ich. Und dann habe ich abends um 9 nach der Arbeit, habe ich da in die Logistik diese Falle aufgestellt mit den Sardinen drin und morgens um 3 war die Katze dann drin und dann, ja, war ein kleiner, wild aufgewachsener Kater, der also auch kein Zuhause hatte, keinen Chip und so und von so einer Population kam, die da hinter der Halle in den Feldern lebt. War eh gut, dass wir den erwischt haben und dann habe ich den zum Tierarzt gebracht und da wurde er dann erstmal kastriert und ein Mitarbeiter bei uns hat dann gesagt, er möchte den adoptieren. Das Ja, ist ja schön. ich kenne den Mitarbeiter nicht persönlich, deswegen weiß ich nicht, wie es ihm ergangen ist, weil das Viech war fuchsteufelswild. Das war halt einfach ein wildes Tier. Ja, gut, Hat mir so auch ein Wildfang, ne? der hat mir auch tatsächlich eine ordentliche Schramme an der Hand verpasst, als ich mal eine Sekunde nicht aufgepasst habe und keine Schweißerhandschuhe anhatte.
Und war dann auch erstmal, das war dann Betriebsunfall, also Arbeitsunfall, das wurde natürlich ins große Buch eingetragen, bei der Berufsgenossenschaft gemeldet. Und ich war dann auch erstmal ein bisschen gespött von allen jagenden Kollegen, weil ne, man hat so mit Mardern zu tun und mit Füchsen und dann lässt man sich von so einer kleinen Muschi kratzen. Das war dann halt auch, fanden alle sehr witzig, war dann auch wirklich beim Arzt und habe eine Spritze gekriegt, weil Katzen, also waren Kratzer und Biss, da darf man nicht mit scherzen im Ja, Tier. das ist bei. Das erste schnell mal eine Blutvergiftung oder sowas. Das Ja, gibt es genau. bei Also die haben Katzen. so Bakterien, da kann der auch Ja, irgendwas genau. wegfaulen, wenn du nicht schnell genug. Also habe ich eine Antibiotikaspritze gekriegt. Naja. Naja, aber auf jeden Fall, da ist einfach, ich habe Kollegen und ich habe auch mal ein Reh erlegen müssen auf dem Firmengelände mit Okay. Segen von Polizei und Veterinär, weil das nach einem Verkehrsunfall bei uns aufs Betriebsgelände gerannt ist und da Ah. panisch gegen Zäune gerannt ist und es gab keine Möglichkeit, das da wegzukriegen und es lag dann da in der Sonne. Und Tierarzt mit Betäubungsgewehr hat gesagt, er braucht irgendwie 4 Stunden, bis er da ist. Und dann habe ich tatsächlich, das war so ein Fall, wie man sie theoretisch in der Jagdschule durchdekliniert, war es umfriedeter Bezirk, also eigentlich keine Jagd. Da das in der Nähe eines Zaunpfostens lag, der ein Fundament hat, habe ich es tatsächlich mit Schrot erlegt. Und wir haben das vorher mit der Polizei, also dann ganz genau abgesprochen, und haben halt dann gesagt, weil ist ja, also wer zuhört und jetzt seinen Jagdschein noch nicht bestanden hat oder nicht aufgepasst hat, der Schuss auf Schalenwild mit Schrot ist eben verboten und das Jagen im umfriedeten Bezirk ist auch verboten, aber es gilt halt die Devise Tierschutz schlägt alles und die Polizei hat mich dann halt um Amtshilfe gebeten, das Tier zu erlösen und um eben eine Gefährdung zu verringern, eine Hinterlandgefährdung, habe ich das dann eben. Also durch den der Tierschutz und die Amtshilfe haben dann praktisch gerechtfertigt, dass ich einen Schrotschuss abgebe auf einem umfriedeten Bezirk. Ist bei euch der Fangschuss verboten mit Schrot auf Schalenwild? Grundsätzlich, soweit ich weiß, ist generell der Schuss auf Schalenwild mit Schrot verboten. Also so habe ich das mal gelernt. Ich Ich möchte dich jetzt glaube, dass. korrigieren. Das hätte mich nämlich jetzt gewundert. Also ich bin mir relativ sicher, sonst google das nochmal schnell. Ja. Ich bin mir relativ sicher, also zumindest in NRW ist der Fangschuss auf Schalenwild erlaubt Ja. mit Schrot. Warte mal kurz. Hallo Schatz. Der Hund hat gerade meiner Freundin ordentlich auf den Mund geküsst. In den Mund geküsst. In den Mund geküsst. Sehr schön. Also nach Bundesjagdgesetz, ich habe die Pause gerade mal genutzt, deine Ja. Privat- und nachgeschaut. Laut BJG ist es verboten, aber in NRW ist es dann erlaubt. Der Ja, das Fangschuss ist auf ja auch Schalenwild wieder ist schön erlaubt. mit den, mit dem. Man will sich ja nicht beschweren, wenn das Landesjagdgesetz mal ausnahmsweise was erlaubt. In Niedersachsen zum Beispiel haben wir auch so eine Erlaubnis, denn laut Bundesjagdgesetz darfst du ja nicht vom Fahrzeug aus jagen. Und in Niedersachsen dürfen wir vom Fahrzeug aus jagen, wenn niemand am Steuer sitzt, wenn das Fahrzeug steht, der Motor aus ist. Und wenn oben auf dem Fahrzeug ein Aufbau ist, der das Fahrzeug um mindestens 50 Zentimeter überragt. Ich glaube, ungefähr so ist es. Das heißt, dieser komische Wolf mit dem Teppo und Schwänen gerne mal rumfahren, mit dem Hochsitz drauf. Sowas ist halt in Ja. Niedersachsen legal. Oder wenn ich mir auf meinen VW-Bus oben auf die Dachplattform irgendwie einen Hocker draufstelle oder festschraube oder einen kleinen mobilen Sitz. Für Erntejagden habe ich mir das zum Beispiel schon überlegt. Also da meckern wir mal nicht über den Föderalismus, wenn uns die Landesjagdgesetze manchmal ein bisschen mehr erlauben. Ne? Ja gut, generell, ich halte da nicht so viel von, dass da jedes Land wieder macht, was es will. Das ist immer Ja, so ein bisschen aber. schwierig. Also NRW hat ja damals, wir hatten ja damals das große Problem, was heißt Problem? Das soll jetzt kein Grünen-Bashing werden, aber wir hatten ja mal tatsächlich einen grünen Umweltminister. Und dann, zack, waren die Katzen aus dem Jagdrecht raus, wo uns dann versprochen wurde, ja, aber wir finden da eine ganz pragmatische Lösung und genau, also wenn du jetzt hier eine Katze in der Lebendfalle hast, dann gilt eine Katze gilt ja als Sache in diesem Fall und dann musst du sie beim Fundbüro der jeweiligen Gemeinde oder Stadt abgeben, Das würde ich zu gern machen. Da würde ich den, die dann also. diese, ja, das hat hier auch schon entsprechende Stilblüten getrieben. Wir haben dann so ein größeres Projekt hier, sondern das sind so 50, 60 Kilometer von hier entfernt. Da ist auch ein Rebhuhn-Projekt, das ja, hat der Paul Rössler, hat da auch mal einen schönen Vortrag gehalten. Da habe ich ihn dann auch persönlich kennengelernt.
Egal, ich schweife ab. Und die haben da tatsächlich ein großes Katzenproblem. Und was dann dazu führte, dass dieses Tierheim irgendwann schlichtweg keine Katzen mehr aufnehmen konnte, ne? So, und dann standen die Jäger da und sagten, ja, wohin denn jetzt mit den Katzen? Ja, weiß ich auch nicht. Ne? Und dann, ja, es war ein bisschen problematisch, oder ist es immer noch, weil die immer noch Katzen fangen? Ja, das, Schwierig, schwierig, schwierig. das ist halt das Problem. Also, wenn die nicht verstehen, dass in dem Moment, wo eine Katze, also ganz ehrlich, wenn ich eine Katze drin habe und das ist irgendwie nicht weit vom, und das können auch über 300 Meter sein, aber da sind irgendwo Wohnhäuser in der Nähe und die Katze hat irgendwie ein Halsband und ein Glöckchen, komm, hau ab, Muschi, ja, dann lasse ich die laufen. Eierne auf jeden Fall. Wenn du aber, Genau. weil ich habe als Kind auch Katzen gehabt und ich war auch traurig, wenn die nicht wiedergekommen sind. Wenn du aber Katzen hast, die sich irgendwo in so einer Strohmiete oder in irgendeinem verlassenen Melkschuppen da wild vermehren ohne Ende und einfach komplett wild leben, dann sind das nun mal keine Haustiere, dann sind das andere Katzen. Das ist dann eine Neozoo, das ist eine eingeschleppte Art, auch wenn es offiziell nicht als das gilt, aber dann haben die denselben Level wie Waschbären. Dann sind das Tiere ohne natürliche Feinde, die einen riesigen Impact auf die Fauna haben Ja, und und du auf die kriegst die auch nicht Artenvielfalt. vermittelt. Ne? Also selbst in Nee. dieses Tierheim gehen, unsere Tierheime, die sind voll mit Katzen und die kriegen die so schon nicht vermittelt. Die normalen Hauskatzen, die jetzt auch relativ zahm sind, aber so eine verwilderte Hauskatze, die jetzt nicht als Jungtier eingefangen wird und dann ins Tierheim kommt, dann eben auch vermittelt wird, die kriegst du nie wieder zahm. Nee. Also, oder nie wieder ist jetzt schon wieder so Ja, final, also kriegt man nur sehr schwer. Ne? Also muss man halt bevor gucken, der wie man die Shitstorm lockt, gleich ne? Also losgeht. so 100 pro zahm sind die eh nie. Also man sagt immer, Katzen sind ja nicht domestiziert Ja. und die machen eh, was sie wollen. Ich werde mich, glaube ich, mal bis zur nächsten Folge mal erkundigen, wie es eigentlich, ob der noch beide Hände hat, wie es dem Kollegen ergangen ist, der diese Logistikkatze adoptiert hat. Ich weiß es nicht. Ich war damals froh, dass ich sie los war. Ich habe sie mit blutender Hand beim Tierarzt reingeschmissen, habe gesagt, schneidet ihr die Bällchen ab? Nee, also das hat gemacht. Aber das war so die einzige Genugtuung, als ich nachher beim Arzt war, dass ich wusste, der Kater hat einen weitaus unangenehmeren Arzttermin jetzt als ich. Ja, Ja. ja, Das ging auch irgendwie ja. auf Budget des Affe. Kreises hier, weil gibt es irgendwie so ein Budget, dass also streunende Katzen werden die werden beim Tierarzt kastriert und der Kreis bezahlt das dann bis Ja, zu einer das ist ja gewissen auch Zahl. sympathisch, da weiß ich gar nicht. Ich glaube, sowas gibt es bei uns nicht. Ja, ab und zu fällt den Lokalpolitikern da doch mal was Gutes ein. Ohne Ich habe jetzt bei uns heute zu noch, ich habe bei bashen. uns heute noch den Vorschlag gemacht, also bei der unteren Naturschutzbehörde, dass wir jetzt mal so ein Konzept aufstellen und so ein Projekt starten, dass man mit den örtlichen Hegeringen die Fangjagd einfach mal nach vorne bringt und ja auf Kreiskosten die Anschaffung von Betonrohr und Kastenfallen unterstützt. Ja, das ist So, cool. Also das bei uns gibt es wird. sowas, bei uns gibt es so gemeinsam Jägerschaft und ich weiß gar nicht, welche Fördertöpfe, aber bei uns gibt es so Geschichten, dass so zu den Fallen was dazugegeben wird. Melder soll man aber selber kaufen. Und ich glaube, man sagt dann auch, dass man halt Melder gekauft hat, weil sie halt ein bisschen Angst haben, dass sie irgendjemanden, der ist total ambitioniert, dann irgendwie so eine Falle und einen Melder finanzieren und dann steht das vielleicht in der Garage 2 Jahre. Und Aber irgendwie ist das da ist aber der auch spannend, Ansatz. dass du das sagst, weil genau das war mein Ansatz heute auch in der Diskussion auf der Arbeit, dass ich gesagt habe, Der naja, aber Ansatz den. ist, wenn die Leute selber einen Teil investiert haben, dann Genau, benutzen sie es auch. das war auch Ja, mein, das genau. war auch mein Argument, dass ich gesagt habe, den Melder sollten die dann selber kaufen. Wir zahlen dann Ja. gerne für 600, 800 € die Betonrohrfalle, aber die 100 € für den Melder bitte selber. Und dass eben auch so ein bisschen die Verantwortung da ist für die Falle und ja, dass man sich wirklich darum kümmert. Und nicht, dass sie dann einfach nur, oh, will ich haben, ich will 5 Betonrohrfallen haben und ja, dann kümmert Nee, man sich nee. nicht Und drum. vor allen Dingen bei den Meldern ist es ja so, also ich will niemandem was unterstellen, ne? Aber eine Betonrohrfalle ist sowas, die, natürlich kann man die auch mal weiterverkaufen, aber wenn die erstmal im Revier steht, steht die im Revier. Während bei einem Genau. Melder ist es halt so, das hat auch mal schnell jemand dann bei eBay reingehauen oder so und dann ist das geförderte Geld halt weg und weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist einfach generell eine gute Mischung, zu sagen, wir fördern das, aber so. Und habt ihr eine Schwanzprämie für Nutria bei euch auch? Nein, nein, sowas gibt's nicht. Das haben wir bei uns. Ich hab jahrelang gedacht, wir hätten hier keine. Ich kannte das nur von Pauls Heimatrevieren da im Wendland.
Und sind auch nur 7 € oder so. Das heißt, man sammelt dann halt und, ne, und wenn du 3 Stück hast in einem Jahr, dann musst du die gar nicht erst abgeben oder frierst die ein bis zum nächsten Jahr. Aber ich habe es jetzt auch erst erfahren, dass wir sowas tatsächlich auch haben. Und je nachdem, wie viele ich in der kommenden Saison dann erwische, werde ich dann auch mal mit so einem Sack gefrorener Nutria-Schwänze bei der Naturschutzbehörde aufschlagen und mir dann, keine Ahnung, 70 € abholen oder so. Ich schicke dir welche zu. Oh, das wäre ja Betrug, das würden wir nicht machen. Nein, das Also, war und jetzt schick so. mir auch bitte vor allen Dingen keine ganzen Nutrias zu, außer die Filets vielleicht. Ja. Ja, sehr schön. Dann sind wir wieder heute vom Hundertsten ins Tausendste gekommen. Gibt es mal wieder schönes Feedback oder haben sich die Leute mittlerweile einfach an uns gewöhnt? Ja, ich glaube, an mich kann man sich nicht gewöhnen. Ja, geht mir auch so, kann ich bestätigen. Ja. Mir auch so. Nein, ich bin immer wieder erstaunt, dass man, ja, es gab tatsächlich positives Feedback, Ah, genau. das ist schön. Habe ich bei mir auch, ja. Mein Sogar Nachbar hat mal sogar für dich, also das sagt der Ja? Daniel war auch nicht schlecht, haben sie gesagt, ja. Ah, das ist aber lieb. Mein Nachbar meinte plötzlich so haben uns getroffen vorm Osterfeuer, einen trinken und sind dann zusammen hingelaufen. Und der ist gar kein Jäger, der ist Imker, der arbeitet beim Imker. Und dann meinte er zu mir, ja, er hätte meinen Podcast gehört. Ich so, okay, dann muss ich aufpassen, dass ich nichts Schlechtes über die Nachbarn sage. Würde ich auch nie tun, sind super liebe Nachbarn. Schöne Grüße. Alles klar. Na denn, der Hund will jetzt raus. Dann haben wir mal wieder eine gelungene Folge hingekriegt, glaube ich. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Restabend. Danke, das wünsche ich euch beiden auch. Schönen Spaziergang. Machen wir. Hat aufgehört zu regnen. Sehr schön. Dann bis Alles dann, klar, Daniel. Sebastian. Bis dahin, mach's gut, tschüss. Bis dann, schönen Abend. Tschüss.